Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue und gleichzeitig Tag 1 nach Jupp. Ja, der Jupp bzw. der Stefan, der hat euch erzählt im letzten Video, was ihr jetzt vor kurzem hoffentlich gesehen habt, wie es zu der ganzen Geschichte mit Jupp kam, warum Jupp jetzt nicht mehr ist und was wir so machen. Wir machen eine kulinarische Weltreise mit Stefan zusammen und da werdet ihr immer mal wieder Gerichte aus den unterschiedlichen Teilen dieser Welt am offenen Feuer oder eben in einem Erdofen oder was auch immer, was wir uns da so einfallen lassen, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und wir starten heute in New Orleans und zwar mit einem Gumbo. Und da starten wir nicht ohne Grund mit, denn ich habe mir ganz viele Kommentare überall durchgelesen, verschiedenste YouTube-Channels und da gab es verschiedene, in Anführungsstrichen, Gumbo-Rezepte, wie auch immer, aber keins war wirklich das Gumbo-Rezept und wir hoffen jetzt auch zusammen mit Stefan das Gumbo-Rezept vorstellen zu können. Ganz genau. Zwar kochen wir unser Gumbo heute hier in unserem Poiki an unserem Brei. Ja, ein Gumbo, das ist eigentlich die Quintessenz der Cajun-Küche in New Orleans. In New Orleans, da treffen nicht nur Jazz und Blues aufeinander, sondern auch ganz viele unterschiedliche kulinarische Traditionen. Wir haben unter anderem die französischsprachigen Einwanderer dort, natürlich die US-Amerikaner. Wir haben einen starken afrikanischen Einfluss in der Cajun-Küche, sowie auch einen karibischen Einschlag. Ja, und das Ganze vermengen wir in einem Gumbo, das ist Soul Food pur. Es ist ein herzhafter Eintopf mit einfachen Zutaten, beziehungsweise für die damals dort lebenden Leute einfachen Zutaten. Und ja, was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch jetzt am Brett. Ja, für ein richtiges traditionelles New Orleans Gumbo brauchen wir natürlich eine Reihe von Zutaten. Wir haben hier vor allen Dingen erstmal die heilige Dreifaltigkeit der Cajun-Küche, ohne dass kein wirkliches Cajun-Rezept dort auskommt. Und zwar brauchen wir grüne Paprika, Staudensellerie und Zwiebeln. Das bildet so ein bisschen die Grundlage. Als weitere Zutaten brauchen wir einmal Mehl für unsere dunkle Mehlschwitze, die Roux, da kommen wir später nochmal zu. Dann haben wir hier ein Freilandhühnchen, ein paar Gambas, dann eine französische Knoblauchwurst. Im Original verwendet man Andouille, das ist eine Wurst in Louisiana, eine getrocknete, geräucherte Knoblauchwurst. Da sind wir leider nicht dran gekommen, deswegen haben wir da ein bisschen improvisiert. Als nächstes, eine der wichtigsten Zutaten für das Gumbo sind Okraschoten. Diese haben diesem Gericht sogar seinen Namen gegeben. Auf Kuba nennt man diese Kibombo. Ja, und dadurch ist es dann eben zu dem Namen Gumbo gekommen. Als nächstes brauchen wir dann noch ein paar Tomaten, frische Petersilie, Lorbeerblätter, Knoblauch. Werfen wir einen Blick in die Gewürzabteilung. Wir brauchen für unser Gumbo Thymian, schwarzen Pfeffer, Paprikapulver, in diesem Fall nehmen wir Räucherpaprika, dann eine Hot Sauce, man kann Tabasco-Soße nehmen oder jede andere Chili-Soße, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ja, unser Keimöl für die Roux, sowie zum Schluss schmecken wir das Ganze dann noch ab mit etwas Salz. In unserem Falle nehmen wir Murray's Riversalz aus Australien. So, wir beginnen erstmal damit, unser Gemüse zu zerteilen. So, wir beginnen mal mit unseren Zwiebeln, Jupps Lieblingsgemüse, wisst ihr noch damals. Die brauchen wir gar nicht in so kleine Stücke schneiden, wir haben einen deftigen Eintopf und da reichen uns wirklich große Zwiebelwürfel. Als nächstes kümmern wir uns um unseren Staudensellerie. Wir brauchen hier nicht den ganzen für unser Gericht. Man sagt beim Gumbo immer oder generell in der Südstaatenküche bei diesen Gerichten genauso viel Zwiebeln wie Paprika, wie Staudensellerie. Auch hier machen wir es uns einfach, nur Ringe runterschneiden. Ja, der nächste Kandidat der heiligen Dreifaltigkeit, wie die Leute in den Südstaaten das nennen, ist unsere grüne Gemüsepaprika. Man kann sicherlich auch rote dafür verwenden, aber für diese Gerichte brauchen wir unseren säuerlichen, leicht bitteren Einschlag und deswegen verwenden wir die grüne. Auch die schneiden wir einfach nur in grobe Stücke und geben sie gleich zu dem Rest dazu. Als nächstes sind unsere Tomaten an der Reihe für einen ja, ein bisschen fruchtigen Einschlag im ganzen Gericht. Schneiden wir eben hier den grünen Strunk raus und auch die Tomaten einfach nur in mittelgroße Würfel schneiden. Unser namengebendes Gemüse für dieses Gericht, die Okraschoten. Frisch sind die hier ja relativ schwer zu bekommen. Okraschoten selbst haben eigentlich gar keinen so großen Eigengeschmack, aber man sieht es ja schon so ein bisschen beim Schneiden.
hier kommt es wirklich auf die inneren Werte an. Diese Okraschote bricht beim Kochen auf, beziehungsweise die Samen, die dort drin sind. Ja, und die sorgen dann für die Bindung des Gerichts. Ja, ich habe schon mal ein Stück von unserer französischen Knoblauchwurst hier abgezogen. Ihr seht, es ist eine Art Brühwurst. Die wird uns beim Kochen vermutlich gleich so ein bisschen auseinanderfallen. Ihr könnt auch rohpolnische dafür verwenden. Die ist auch ähnlich wie die Andouille, eine Rohwurst. Und ja, die bleibt während des gesamten Garvorgangs eigentlich am Stück. So, und ich, verdammter Glückspilz, darf jetzt hier Sebastians neues Spielzeug zum ersten Mal ausprobieren. Und damit rücken wir jetzt unserem Hähnchen zu Leibe. Also dieses Ding kann ich nur hacken. Ich glaube, es ist auch brutal scharf, wie ihr seht. Ja, tatsächlich. Ich habe schon ein bisschen Respekt davor. Ja, das Hähnchen, das zerteilen wir einfach grob in Teile. Die Knochen bleiben mit da drin. Der Eintopf, der bleibt nachher so lange am Feuer, dass das Fleisch sich schön vom Knochen löst. Wir kümmern uns jetzt um unsere Ruhe und ihr seht, ich habe den Brei schon wieder angefeuert, habe dafür einfach wieder unsere Anzündschnullis unten unter den Brei gestellt. Jetzt brennt er schön. Den haben wir kurz vorher draufgestellt, den Topf oder den Poiki, und jetzt ist er schön heiß. Jetzt habe ich hier eine Dreiviertel-Tasse Öl. Das gebe ich einfach hier in den Topf und da kommt jetzt gleich noch eine Dreiviertel-Tasse Mehl drauf. Natürlich meine ich eine halbe Tasse Öl und eine Dreiviertel-Tasse Mehl. So, wir haben uns jetzt beim Rühren mal ein bisschen abgewechselt. Das ist hier vorne am Brei doch eine schweißtreibende Arbeit. Die Mehlschwitze muss immer in Bewegung bleiben, damit sie nicht anbrennt. Wir wollen am Schluss eine schöne dunkle Farbe haben, ähnlich wie Milchschokolade. Richtig schönes, tiefes, sattes Braun. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber nach ein paar Minuten hat die Mehlschwitze hier schon so eine leichte Karamellfarbe angenommen. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. So langsam haben wir die Farbe erreicht, die wir erreichen wollen. Das sieht jetzt schon so ein bisschen aus wie geschmolzene Schokolade hier. Wir nehmen den Topf gleich mal kurz von der Glut und ja, dann können wir mal reingucken, wie das aussieht. Dann geben wir das Gemüse dazu und dann sehen wir gleich weiter. So, jetzt haben wir den Topf, den Polki, mal kurz für euch von der Glut genommen, damit ihr das mal seht. Der hat jetzt noch genug Hitze drin. Ja, so soll die Roux eigentlich aussehen. Viel dunkler sollte es an dieser Stelle nicht werden, weil wir nämlich jetzt noch das Gemüse da drin anschwitzen müssen. Wir haben hier unsere Paprika. Ja, ihr seht es, die Mehlschwitze, die hat durch das ganze Öl natürlich jetzt eine ordentliche Hitze bekommen. Und da drin schmoren wir jetzt unsere Zwiebeln, unsere grüne Gemüsepaprika und den Staudensellerie drin an. Das Gemüse ist richtig schön weich geschmort. Ich zeige euch das mal. Das sieht ungefähr so aus. Ja, fast schon wie so ein Brei, aber ohne, also beziehungsweise es hat noch Struktur. Ja, und jetzt haben wir hier Hühnerbrühe. Die gieße ich jetzt an. Dann rühren wir das Ganze noch mal einmal ordentlich durch. Und jetzt haben wir noch so einige Zutaten, die dazu müssen. Zum einen haben wir die drei Lorbeerblätter, die wir euch vorhin gezeigt haben, die kommen mit rein. Dann die Tomaten zusammen mit dem Knoblauch, den haben wir eben fein gehackt. Auch das kommt einfach mit hier rein. Dann unsere Knoblauchwurst. Unsere Hähnchenteile. Und bis hierher erstmal ein Schlückchen von der Hot Sauce. Nachwürzen könnt ihr immer noch. Ich mache erstmal ein bisschen was dran. Jetzt rühren wir die ganze Geschichte erstmal durch. Ja, und dann geht's gleich weiter. Ja, und wenn unser Gambo dann hinterher komplett bedeckt ist, also im Zweifelsfall schüttet er noch ein bisschen Wasser nach, je nachdem wie viel Brühe ihr habt oder halt noch ein bisschen Brühe, sodass die Zutaten alle schön bedeckt sind, dann kommen wir ans Würzen. Und ich mache hier grundsätzlich keine Angabe. Ihr müsst gucken, wie es euch schmeckt. Ich kann nur grobe Richtwerte geben. In dem Fall nehmen wir jetzt ungefähr 1,5 Esslöffel von dem geräucherten Paprikapulver. Von dem Pfeffer nicht so viel. Da reicht erstmal so etwas über einen Teelöffel, so 1,5. Und dann eben Thymian. Ihr müsst, wie gesagt, selber wissen, wie würzig ihr das Ganze haben wollt. Und ich denke mal, da findet jeder ein Mittelmaß. Aber das sind auf jeden Fall die Gewürze, die rein gehören. Jetzt werde ich das Ganze durchrühren. Ja, und dann
ist der schwierigste Teil eigentlich erstmal getan, denn da muss das Ganze köcheln. Ja, wir werden euch zwischendurch sicherlich mal dabei holen, um euch das zu zeigen. Aber erstmal, die Ruhe war das Schwierigste und jetzt geht es vor allem darum, abzuwarten, bis das Ganze schön einkocht, bis das abbindet. Dann haben wir ja noch ein paar Zutaten, die da reingehören. Ja, und gleich holen wir euch wieder, wenn es weitergeht. Ja, unser Poiki steht hier jetzt gute 2 Stunden auf dem Feuer. Um euch das mal hier zu zeigen, nehmen wir es nochmal kurz raus. Ja, die Haut beginnt sich jetzt vom Hähnchen zu lösen und das Fleisch, das ist schon durch. Aber wir geben dem noch ein bisschen. Und zum Schluss brauchen wir natürlich noch ein paar Zutaten. Und zwar unsere Okraschote, unsere fein geschnittene Petersilie. Das rühren wir gerade schon mal ein bisschen unter. Und wie gesagt, die Okraschote, die sorgt gleich noch so ein bisschen für einen frischen Geschmack, aber auf jeden Fall für ein wenig Bindung. Und als letztes geben wir hier unsere Gambas hinzu. Die sollen ja eigentlich nur mehr gar ziehen als kochen. Deswegen ist es wichtig, die nicht zu früh dabei zu tun. Ja, ihr Lieben, das war meine erste Folge zusammen mit Stefan, den ihr sonst nur als Jupp gekannt habt. Ganz genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, apropos gefallen. Wie hat dir denn der Eintopf gefallen? Also Gumbo, dazu muss man sagen, wir haben ihn schon mal gemacht. Nachts, vor 3-4 Wochen, ja, haben wir den nachts gemacht und haben das einfach mal so probiert. Haben einfach mal irgendwie alles in den Topf geschmissen und dann geguckt, was so wird. Dann nachts um 2:30 oder 3 haben wir gegessen. Ich weiß nicht mehr so genau. Da war es schon mega und heute, ja, wie sollte es anders sein, war es wieder mega. Also Gumbo ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also durch diese Roux habt ihr halt so einen nussigen, bitteren, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also auf jeden Fall einen ganz speziellen Geschmack. Das solltet ihr unbedingt auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ihr Gumbo zu Hause nachkocht, werdet ihr schon bei der Zubereitung, werdet ihr schon merken, es riecht schon anders wie andere Eintopf, was man so gewohnt ist. Also es ist definitiv was anderes wie Gulasch oder ja, sonstige Eintöpfe. Es hat einfach einen ganz speziellen Duft, allein schon durch diese Roux. Es ist halt, wie Basti schon sagt, sehr nussig, sehr intensive Aromen. Ja, und durch die ganzen Würzzutaten, die wir da drin haben, durch die verschiedenen Fleischsorten und so, haben wir echt ja, total viele verschiedene Geschmäcker in einem Topf und ja, man schmeckt wirklich alles raus. Also selbst die Gambas schmecken nach Gambas und nicht nach dem Eintopf und ja. Ihr braucht dazu natürlich jetzt nicht extra ein Poiki. Das ganze Gericht gelingt euch garantiert auch im Dutch Oven. Da könnt ihr natürlich frei wählen. Wichtig ist halt, dass dieser Eintopf die Möglichkeit hat, die Flüssigkeit zu verlieren, damit er halt ein bisschen eindickt, auch wenn die Okraschoten natürlich ihr Übriges tun und auch die Mehlschwitze. Aber trotzdem solltet ihr das dann nicht die ganze Zeit mit Deckel drauf garen, weil ansonsten kommt es ja nirgendwo hin und dann passt das Ergebnis nicht. Deswegen ja, Nehmt doch einfach mal den Deckel ab. Macht da mal ordentlich Hitze drunter am Anfang. Also bei der Roux müsst ihr aufpassen. Der Grat zwischen braun Milchschokolade und schwarz verdammt ist sehr, sehr schmal. Ein sehr schmaler Grat, ja. Da nehmt ihr dann lieber, so wie wir es gemacht haben, sobald ihr merkt, okay, die Farbe stimmt, nehmt ihr das ganze Ding einmal vom Feuer, schmeißt dann die einzelnen Gemüsesorten rein, gießt das mit Brühe an und dann stellt ihr ihn wieder aufs Feuer. Beziehungsweise, wenn ihr da schon relativ erfahren seid, könnt ihr das natürlich dann auf dem Feuer erstmal noch so ein bisschen anschwitzen, so wie wir es gemacht haben. Aber ansonsten mein Rat an euch, unterschätzt das nicht, das Öl ist mega heiß. Da kriegt ihr das Gemüse locker drin angedünstet. Kleiner Tipp auch vielleicht für zu Hause oder wenn das vielleicht am heimischen Herd kocht und ihr kommt nicht an Okraschoten dran. Wir haben es damals, wo wir es vor ein paar Wochen ausprobiert haben, auch ohne gemacht. Einfach ein bisschen vorher mehr Mehl in die Roux reingeben, damit das Ganze von vornherein ein bisschen dicker wird. Funktioniert auch und schmeckt auch super. Apropos Tipp. Ich hatte es irgendwann vielleicht schon mal erwähnt. Der Jupp, der hätte jetzt an dieser Stelle natürlich sein Bierchen aufgemacht. Der Stefan macht das auch. Und zwar, passend zu unserem Gericht heute, habe ich mitgebracht aus den USA, was ja nicht so bekannt ist als Biertrinkerland. Aber auch dort gibt es schöne Brauereien, die sehr gute Biere herstellen. Und ja, ich habe mir gedacht, zu unserem Eintopf passt da Samuel Adams, ein Boston-Lager. Der Eintopf ist sehr kräftig. In dem Bier haben wir ein bisschen malzige Süße drin. Das kämpft so ein bisschen dagegen an. Ja, und durch die Bitterkeit des Hopfens verliert das auch so ein bisschen dann die Schärfe des Essens. Wenn du mal probieren magst, ich weiß, du bist nicht so der Riesenbiertrinker, geht so. Aber das passt einfach super dazu.
Oh, wobei, ich muss sagen, also ich trinke nicht so viel Bier, das stimmt schon. Also ich bin ja so der Gin-Trinker. Aber ist schön malzig, ist lecker. Also ich habe jetzt keine Ahnung davon, ist lecker, schmeckt gut. Ja, diese Getränketipps, die werden wir euch immer mal wieder geben mit verschiedenen Bieren aus aller Welt. Wenn euch das gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Gefällt mir bei Facebook und im Idealfall klickt ihr da unten auf Abonnieren und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr Tipps, Hinweise, Tricks, Wünsche habt, dann bitte auch alles einfach unten in die Kommentare schreiben. Das Rezept findet ihr wie immer auf www.sauerländer-barbecue.de. Da habe ich euch das auch nochmal unten verlinkt. Und ja, wir können eigentlich nicht viel sagen als nicht vergessen. Bleibt neugierig aufs Essen und bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue. Prost. Und Stefan, Prost. Ja, gut, ja, da der Jupp jetzt nicht mehr da ist, muss ich leider aufräumen helfen. Aber fällt mir gerade mal so ein, Basti, guck mal nach oben. Stimmt, wer die Folgen mit Jupp gesehen hat, der wird uns bestätigen können, dass immer wenn Jupp da war, hat es geregnet. Ich glaube, wir haben eins oder zwei Folgen, wo es nicht geregnet hat, ansonsten genau. Hat es immer geregnet. Heute sind wir trocken geblieben, wir schauen auf einen, ja, ich würde sagen, relativ blauen Himmel. Also hier und da haben wir zwar noch ein paar Wölkchen, aber es ist trocken geblieben. Genau, so genug gelabert. Ich freue mich auf neue Videos, ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.